Hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Heute tauchen wir in die spannende Welt von Symbarum ein. Vorgestellt durch zwei faszinierende Bücher, The World of Symbarum und The Throne of Thorns. Unser Fokus liegt zunächst auf der lebendigen Stadt Thistlehold, die in The World of Symbarum vorgestellt wird. Dem pulsierenden Herzen des Rollenspieluniversums, bevor wir dann im Anschluss die epische Kampagne The Throne of Thorns erkunden. Vergesst nicht, das Video zu liken, wenn es euch gefällt, und zu abonnieren und lasst einen Kommentar, ob ihr schon Kontakt mit Symbarum hattet oder nicht, oder ob ihr eventuell überlegt, da mal reinzuschauen. Kommen wir nun erstmal zur Kampagnenwelt The World of Symbarum und gehen dort auf die Stadt Thistlehold ein. Thistlehold, oft als die Stadt der Abenteurer bezeichnet, ist ein Schmelztiegel der Kulturen und ein Sammelpunkt für Schatzsucher, die sich in den gefährlichen Wald Davoka wagen. Doch hinter ihrer belebten Fassade brodelt es von politischen Intrigen und geheimen Bündnissen. Die Macht in Thistlehold ist unter mehreren Schlüsselfraktionen aufgeteilt. An der Spitze steht der Bürgermeister, unterstützt von verschiedenen Adelshäusern, die ihre eigenen Interessen verfolgen. Diese Adeligen sind oft in Rivalitäten verstrickt, die die politische Landschaft der Stadt prägen. Zu den einflussreichsten Fraktionen gehört die Kirche von Prios, die nicht nur religiösen Einfluss ausübt, sondern auch eine bedeutende politische Kraft ist. Ihre Mitglieder sind in alle Aspekte des städtischen Lebens involviert, von der Bildung bis zur Rechtsprechung. Die Eisernen Pakte, eine Gruppe von Elfen und Waldläufern, arbeiten im Verborgenen, um die Interessen des Waldes Davoka zu schützen. Sie sind bekannt dafür, dass sie auch vor Gewalt nicht zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Die Händlergilden spielen ebenfalls eine zentrale Rolle. Sie kontrollieren den Handel innerhalb der Stadt und mit der Außenwelt und sind oft die Ersten, die von den geheimen Schätzen des Davoka erfahren. Ihr Einfluss auf die Wirtschaft der Stadt kann nicht unterschätzt werden. In Thistlehold verschmelzen das alltägliche Leben und die übernatürlichen Bedrohungen des Davoka nahtlos. Bürger und Besucher der Stadt müssen stets wachsam sein, da die Gefahren des Waldes jederzeit ihre Schatten über die Stadt werfen können. Die Stadt ist auch ein Nährboden für Verbrechen und Korruption. Von den dunklen Gassen, in denen Diebe und Mörder lauern, bis zu den hohen Türmen, in denen sich Adlige und Händler verschwören, ist Thistlehold ein Ort, an dem man schnell Freunde und Feinde gewinnen kann. Karvosti, der mystische Hügel der Klänge, ist ein weiterer zentraler Ort in diesem Buch. Hier versammeln sich die Clans des Waldes, um Handel zu treiben und alte Riten zu vollziehen. Das Buch beschreibt die komplexe Beziehung zwischen den Clans und den Eindringlingen aus Ambria, eingebettet in eine Atmosphäre voller Misstrauen und alter Magie. Als letztes geht das Buch dann noch auf die Stadt Undaros ein. Die prächtige Hauptstadt Ambrias ist ein Ort der politischen Intrigen und Machtkämpfe, wie sollte es sonst auch sein. Das Buch erläutert die Rolle der verschiedenen Adelshäuser, der Kirche des Lichts und anderer politischer Gruppierungen, die um den Einfluss in der sich schnell wandelnden Gesellschaft ringen. Kommen wir noch einmal kurz zum geheimnisvollen Wald von Davoka, der im Prinzip ein Charakter für sich ist. The World of Symbarum erkundet die Tiefen dieses alten Waldes, der voller Gefahren, vergessener Ruinen und verlorener Schätze steckt. Die Beschreibungen der Kreaturen, der verfallenen Städte und der düsteren Legenden, die sich um diesen Wald ranken, sind fesselnd und detailreich. Mit dem Buch The World of Symbarum habt ihr damit ein hervorragendes Werk in den Händen, um die Welt von Symbarum für eure Spieler greifbar und lebhaft darstellen zu können. Kommen wir nun zum zweiten Release für Symbarum, der Kampagne The Throne of Thorns. Die Spieler werden tief in die Wildnis geführt, wo sie nicht nur gegen übernatürliche Kreaturen kämpfen, sondern auch auf die Ruinen der alten Stadt Symbar stoßen. Jeder Schritt birgt Gefahren, aber auch die Möglichkeit, längst vergessene Geheimnisse zu lüften. Im Herzen des Waldes liegt der legendäre Thron der Dornen, um den sich zahlreiche Konflikte drehen. Eure Entscheidungen als Spieler können das Schicksal von Davoka und darüber hinaus bestimmen. Werdet ihr den Thron für euch beanspruchen, ihn zerstören oder seine Macht nutzen, um Symbarum zu einem neuen Zeitalter zu führen? Wie auch immer ihr euch entscheidet, The Throne of Thorns ist mehr als nur eine Kampagne. Es ist eine Einladung, in eine Welt einzutauchen, die reich an Geschichten und Mythos ist. Mit jedem Akt der Kampagne werden die Spieler tiefer in ein Netz aus Intrigen und epischen Geschichten verwickelt, die Symbarum so fesselnd machen. Ob ihr nach Ruhm macht oder einfach nach einem großen Abenteuer sucht, Ruins of Symbarum, The Throne of Thorns bietet eine Bühne für unvergessliche Erlebnisse. Lasst euch diese Reise nicht entgehen und entdeckt, was es wirklich bedeutet, ein Held in der Welt von Symbarum zu sein.
Ich wünsche euch viel Spaß in Zymbarum und bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn dieses dunkle und verlockende Abenteuer euer Interesse geweckt hat, vergesst nicht zu abonnieren und das Video zu liken und zu kommentieren. Teilt eure Gedanken und Erwartungen in den Kommentaren und vielleicht sehen wir uns auf den Wegen von Zymbarum. Bis zum nächsten Mal, bleibt neugierig und tapfer, eure Schlachten.